Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück hier in unserem Wildlife Park. Das hier ist ja beim letzten Mal unser Anfang geworden. Der gefällt mir echt schon ziemlich gut. Jetzt, wenn die ganzen Leute hier auf dem Platz rumlaufen, das sieht schon nice aus. Gefällt mir. Und als allererstes widmen wir uns heute, glaube ich, der Gyro-Stationsstrecke. Und ich glaube, die wird ungefähr, ja, hier, wo mein Mauszeiger lang verläuft, langlaufen. Also gar nicht mal so klein. Der Startpunkt ist, glaube ich, auf der rechten Seite, ne? Also hier kommt man, glaube ich, raus. Das müssen wir auf jeden Fall beachten. Und ansonsten will ich auf jeden Fall hier hinten vielleicht noch so eine kleine Erhöhung oder einen Berg machen, wo man dann hochfährt. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir das mit den Bäumen und mit Zäunen ein bisschen arbeiten, dass das alles so ein bisschen interessanter und spannend aussieht, wenn man in der Gyrostation dann selber fährt. Weil darauf werde ich ganz viel Wert legen bei diesem Park, dass wir dann ganz viele Gyro-Stationsstrecken haben und mit diesen selber fahren können und das dann wirklich auch ein Erlebnis ist, dass das schön aussieht. Wir müssen da auch ganz dringend darauf achten, dass wir die Futterstation und sowas möglichst gut setzen, damit wir auch Dinosaurier auf die Strecke locken und sowas. Also das wird alles sehr, sehr wichtig. Ansonsten müssen wir heute wahrscheinlich noch an unsere zweite, ja, so eine kleine Besucherstation irgendwo hier. Ja, vielleicht hier links oder in der Parkmitte oder sowas anfangen bzw. fertig machen. Müssen wir mal schauen, was wir alles schaffen in der heutigen Folge. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal mit der Gyro-Strecke an. Okay, kommen wir zur Gyro-Strecke. Dafür würde ich erstmal fast sagen, dass wir die Fläche einmal von Bäumen befreien. Einfach nur, damit wir besser bauen können. Hier vor dem Tor müssen wir sowieso die Bäume verschwinden lassen. Wir dürfen natürlich auch nicht zu groß bauen. Aber ich will auch nicht zu klein bauen. Ich will ja nicht so eine Mini-Fahrt haben. Das ist ja auch doof. Und dann können wir schon die Route bearbeiten. Hier geht's ja los. Können wir eigentlich erstmal ein Stückchen am Zaun langfahren. Warum nicht? Na, wir müssen auch gucken hier, dass wir beim Tor nicht zu nah daran bauen. Machen wir mal so kleinen Bogen. So. Das ist doch schon ganz nice. Kann ja erstmal den Streckenverlauf ungefähr ziehen, wie ich denn dann gerne hätte. Ich denke mal, die Landschaft, die kann ich dann noch bearbeiten, wie ich möchte. Weil ich glaube nicht, dass. Das müssen wir gleich mal ausprobieren, bevor ich jetzt hier fertig mache. Ich glaube oder ich hoffe, man kann unter der Strecke das Land erhöhen. Ja, kann man. Sehr gut. Das heißt, wir können auch im Nachhinein, nachdem wir die Strecke fertig gezeichnet haben, die Landschaft bearbeiten. Das ist sehr gut. Gut. So. Prinzip. Soll das unser ungefährer Streckenverlauf werden? Ist, denke ich mal, nicht zu groß, nicht zu klein. Und wir können da einige Sachen unterbringen. So, was ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne hätte, ist, wenn wir das hier etwas erhöht machen. Oh, das ist schon gar nicht mal so wenig. Das gefällt mir, die Höhe. Dass wir hier so einen kleinen bergigen Bereich haben. Wir können ja auch gleich hier mit dem Glätten-Tool das alles noch ein bisschen anpassen. Aber was ich cool finden würde, ich weiß jetzt nicht, wo sich das am besten anbietet. Ich glaube, ich muss hier nochmal eben die Strecke ein bisschen bearbeiten, Leute. Ich habe nämlich eine Idee. Ach, Mist, ich muss erstmal entfernen. Genau. Und jetzt können wir nämlich, dass wir hier nochmal so einen etwas größeren Bogen machen. So. Und dann können wir den Berg nämlich nochmal ein bisschen erweitern nach hier. Genau, sehr gut. Wir werden das definitiv gleich noch alles ein bisschen mit dem Glätten-Tool und sowas anpassen, dass das auch ein bisschen besser von den Übergängen ist. Aber ich würde gerne hier oben so einen kleinen See machen. So ein See lockt ja auch die Dinosaurier auf jeden Fall an, weil die dann dort was trinken können. So. Schön nah an der Strecke, das finde ich immer ganz schick. Machen wir einfach mal so. Hier kommen dann gleich Bäume vor. Aber wir müssen jetzt erstmal hier einen vernünftigen Übergang schaffen. Und zwar machen wir hier unsere erste Futterstation hin, würde ich fast sagen. Und die machen wir einfach mal, ja, direkt hier so.
Und dann können wir dahinter gleich Bäume machen. Und dann sollten eigentlich schon die ersten, da ich hier eine Pflanzenfresser-Futterstation habe, kleine Pflanzenfresser herkommen. Das wäre auf jeden Fall nice, wenn man dann hier so rumfährt. Vielleicht kriegt man schon den einen oder anderen Dinosaurier dann hier zu sehen. Und hier oben sollen dann auf jeden Fall so ein paar Dinos locken, lungern, meine ich natürlich. Vielleicht können wir auch gleich mal die Triceratops alle hier rüberfliegen, dass sie sich hier in dem Bereich aufhalten. Das können wir eigentlich machen. Aber ich will jetzt erstmal hier die Landschaft anpassen. So, nach und nach sollten jetzt die sechs Triceratops waren es ja, landen. Und ich kann mal ganz kurz einmal die Kommentare einblenden, die hier schöne Namensvorschläge gemacht haben und das Glück hatten, einer der Triceratops sozusagen zu werden. So, und dann können wir natürlich mal eben schauen. Also im Prinzip sollten sich jetzt die Triceratopse in diesem Bereich aufhalten. Kann natürlich auch sein, dass sie woanders hinwandern. Das ist dann halt so. Ist ja ein Wildlife-Park. Also die Dinosaurier können machen, was sie wollen. Und ihr seht schon, die sollten dann eigentlich immer hier oben sein. Und wenn dann die Gyrosphären, da kommt ja gerade sogar schon eine, hier langfahren, könnt ihr die wirklich schön beobachten. Ich glaube, das könnte echt cool sein. Der obere Punkt, glaube ich, ne? Ne, das war natürlich falsch. Der untere. Ah, jetzt haben wir natürlich nicht die richtige Gyrosphäre leider bekommen. Aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? Dann fährt man hier lang und dann sind hier oben die Triceratopse. Vielleicht noch der ein oder andere Dinosaurier. Weil wir werden ja später richtig viele Dinos hier haben. Und es kann sich ja wirklich jeder Dinosaurier hier frei hinbewegen. Auch Fleischfresser. Aber mal gucken, ob die herkommen. Weil ich werde hier definitiv keine Fleischfresser-Futterstation machen. Aber wir gucken jetzt erstmal, dass wir das Ganze ein bisschen verkleiden hier mit Bäumen, würde ich sagen. So, ja, das hier nicht zu versteckt. Weil man soll ja die Dinos auch beim Futtern sozusagen beobachten können. Das ist so zumindest der Sinn dahinter. So, das ist ganz cool. Und hier auf jeden Fall schön Bäume vor. Hier machen wir auch mal Bäumchen vor. So, dann hier so ein paar Büsche noch. Nicht zu viele. Dann machen wir nochmal ein paar weg. So, das ist doch super. Und dann hat man hier so eine kleine, ja, ich nenne es mal Oase. Vielleicht können wir auch noch den einen oder anderen Baum hier rein platzieren. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ah doch, das ist ganz cool. Dann ist hier nochmal so ein bisschen die Vision verdeckt. Aber das sieht doch schon nice aus, wenn man hier lang fährt, oder? Ich meine, guckt euch das Bild mal an. Das ist doch cool. Gefällt mir auf jeden Fall gut. Und hier werden wir auch ganz viel mit Bäumen und so gleich noch arbeiten. Wir müssen mal schauen, vielleicht können wir das auch hier anders machen. Vielleicht habe ich noch die eine oder andere Idee. Aber ich habe zum Beispiel hier vorne noch eine Idee, damit wir hier ein bisschen ja, sozusagen Variation mit reinbringen. Könnten wir mal sowas wie einen kleinen Eingang bauen. Machen wir mal so. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht und ob das gut aussehen wird, aber wir können es auf jeden Fall mal ausprobieren. Und so. Und dann machen wir das, denke ich mal. Ich habe das jetzt so gelöst. Ich glaube, das gefällt mir ganz gut. Dann fährt man hier sozusagen durch mit der Gyrosphäre. Dann hat man so ein bisschen, ja, Abwechslung drin. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier die Übergänge sozusagen so mit Bäumen verdecken. Und das Bäume platzieren geht natürlich wieder super. Ich wollte eigentlich hier nicht davor machen, aber ich will, dass man das da hinten nicht so sieht. Man nicht sieht, dass die Mauer da nicht weitergeht. Weil ich will ja gar nicht groß eine Mauer ziehen, so im Prinzip. So. Okay. Im Prinzip können wir aber hier auch echt viele Bäume hin platzieren. Gerade hier in der Kurve. Hier können wir auch mal ruhig schöner an den Streckenrand gehen, das macht nichts. Hier machen wir auf jeden Fall auch Bäume hin. So. Hier müssen wir mal so ein bisschen aufpassen, weil ich will hier noch so eine kleine, ja, Jeep-Strecke, nenne ich sie mal, freilassen. Wenn wir da überall Baumstämme in den Weg platzieren, ist natürlich doof. Und die Bäume lassen sich wieder sehr, sehr schlecht platzieren hier. So geht's aber. Hier kommt man gut mit dem Jeep durch, denke ich. Okay, sehr schön. Wir dürfen natürlich auch
nicht zu sehr übertreiben mit den Bäumen. Man muss immer gucken, dass man auch noch so ein paar offene Stellen lässt. Weil die Dinosaurier wollen ja nicht immer alles bewaldet haben, ne, logischerweise. Die wollen ja auch mal eine freie Ebene und Steppe. Muss man immer ein bisschen schauen. Aber wir werden die Landschaft sowieso immer nach und nach noch so ein bisschen, ja, verändern. Das werden wir sowieso anpassen. Ich will es nur einmal erstmal ungefähr machen. Und das hier aus. Ja, im Prinzip geht es mir aber auch echt nur darum, dass man während der Gyrosphärenfahrt so eine kleine Abwechslung hat, anstatt immer nur Wald den ganzen Tag. Das will ich gerade vermeiden. Vielleicht können wir die Mauer hier auf dieser Seite noch ein bisschen länger ziehen. Immer natürlich jetzt gerade sehr schlecht, aber passt, denke ich mal. So. Genau, dann sieht man das, wenn man in der Gyrosphäre sitzt, nämlich nicht mehr. Wir hinten alles wieder bewalden. Ich will natürlich nicht wirklich eine Mauer ziehen, weil das will ich ja gerade vermeiden. Die Dinosaurier sollen schon sich noch so frei wie möglich bewegen können. Ja. Genau. Hier kann das ruhig auch eng bewaldet sein, dass man hier mal so einen kleinen Engpass hat. Aber ich lasse hier natürlich auch so offene Stellen, die dann schön verwuchert sind. Ich bin echt gespannt, wie das am Ende aussehen wird. Sieht man natürlich jetzt wieder ganz, ganz schlecht mit dem Regen, aber ich denke, das geht schon. Hier oben sind die Triceratopse. Die bleiben auch fleißig in diesem Bereich, das ist sehr gut. Die Frage ist nur, was können wir hier hin machen? Können wir hier halt auch wieder nur Bäume hinmachen oder fällt uns da noch was ein? Also ich glaube, Bäume machen am meisten Sinn. Vielleicht machen wir auch einfach hier in der Mitte. Ja, so können wir das eigentlich machen. Machen wir hier noch ein paar Büsche hin. Und dann sollte das im Prinzip schon reichen. Es soll ja schon verwildert sein, aber man will ja auch noch so ein paar Grasflächen haben. Und ich denke, das geht erstmal klar. Müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir auch mal so eine richtig offene Ebene machen, wo wir dann die Fleischfresser drauf jagen lassen. Wir können ja mal eben ein kleines Stück mit der Gyrosphäre mitfahren. Oh, wir sind sogar direkt beim Tor. Okay, da sieht man schon mal nichts. Ah, nach links würde man das noch sehen. Vielleicht können wir da auch noch den Zaun ein bisschen verlängern. Aber ihr seht schon, jetzt hat man wenigstens mal von den ganzen Bäumen so ein bisschen Abwechslung während der Fahrt. Das ist ja schon mal was ganz Cooles. Ist natürlich jetzt ein bisschen schade, dass man jetzt noch nicht hier Dinosaurier sieht. Weil wäre halt ganz schön, wenn dann hier mal irgendwie ein anderer Dinosaurier vorbeikommt oder so. Aber das werden wir ja später dann eventuell haben, wenn ein paar mehr Dinosaurier hier freigelassen wurden. So, genau, dann fährt man hier hoch und dann kommt man hier zu diesem kleinen, aber feinen See. Und dann sieht man da hinten schon die ersten Triceratopse. Ganz cool. Kann natürlich auch gut mal sein, dass hier ein paar andere Dinosaurier auch noch sind, die von dem Wasser halt angelockt werden. Aber das gefällt mir, glaube ich, schon sehr, sehr gut. Warten wir mal ab, wenn wir da hinten vorbeikommen, wie das dann ist. Ich hoffe auch echt, dass die Trizis hier in dem Bereich bleiben werden. Aber ich gehe mal stark davon aus. Ich meine, warum sollen sie sich entfernen? Die haben ja Trinken, die haben Futter. Das Einzige, was sie zum Entfernen bringen würde, ist, glaube ich, wenn irgendwie ein Fleischfresser oder so vorbeikommt. Was ja später durchaus passieren kann, dass hier auch mal ein T-Rex oben rumläuft oder sowas. Oder hinten hat man sogar gerade die Einschienbahn gesehen im Hintergrund. Finde ich auch sehr cool. Oh, das ist aber schon cool hier, oder? Schon cooles Feeling. Sind hier die Trizis. Versperren die Spur. Oh oh. Nicht mich rammen mit deinen Hörnern. Ganz ruhig. Na komm, mach mal Platz. Wir wollen hier durch. Den interessiert das so gar nicht. Der frisst doch einfach in aller Ruhe. Was frisst er überhaupt? Das ist ja nicht mal Gras. Ich glaube, der frisst einfach Erde. Ja, meckern kannst du, ich weiß. Komm, lass uns mal durch.
So, jetzt aber. Boah, er ist nur am Meckern. Okay, und dann geht's nämlich hier schon wieder etwas runter. Ich spule mal wieder ein bisschen vor für euch. So, und das ist dann letztendlich unsere Gyrosphärenfahrt. Denke ich, eine ganz coole erste Strecke. Nimmt natürlich viel Platz ein, aber so soll es ja auch sein. So, die Strecke ist ja soweit fertig. Und das nimmt schon echt viel Platz ein, wie ihr seht. Also, ich denke mal, dieser Park, den werden wir etwas schneller fertig bekommen, weil wir ja nicht so viel bebauen müssen. Wir lassen ja das meiste alles in Natur und Gras und Wald und so weiter. Wir machen hier nochmal die Mauer ein Stückchen weiter. Das passt, denke ich. Dann sieht man das auch eigentlich jetzt gar nicht mehr. Nee. Wenn man dann hier lang fährt, passt das eigentlich. Und die Mauer, die stört die Dinosaurier nicht wirklich. Hier können die ja noch frei sich drumherum bewegen. Aber das gibt sozusagen schon so eine kleine, ja, Abgrenzung. Schon mal so einen kleinen abgegrenzten Bereich. Und ich denke, das passt. Und wir können, glaube ich, unsere nächste Station, das macht wahrscheinlich am meisten Sinn, die irgendwo hier hinter zu machen, oder? Also ich denke mal, hier könnten wir unsere nächste Besucherstation machen. Vielleicht mit einem Hotel oder sowas. Wäre wahrscheinlich nicht verkehrt. Ich würde sagen, ich glätte mal eben hier den Bereich. So, der Bereich ist soweit vorbereitet. Und ich habe mich dazu entschlossen, das ungefähr auf diese Höhe hier zu machen, dass das hier abschließt. Hier geht es zwar dann so ein bisschen runter und so, aber das können wir alles mit Bäumchen verdecken. Aber ich finde das eigentlich ganz gut, wenn die Besucherbereiche so ein bisschen angehoben sind. Ich meine, der hier ist natürlich jetzt auf der Standardebene, sage ich mal. Aber hier ist es dann so ein bisschen angehoben. Wir müssen jetzt als allererstes gucken am besten, wie wir die Einschienenbahnstation platzieren. Denn die wird sehr, sehr wichtig sein. Wir müssen auch so ein bisschen schauen, dass wir dabei den Verlauf der Einschienenbahn so ein bisschen berücksichtigen. Man könnte, ich glaube, das wäre ganz cool, wenn wir die hinten langlaufen lassen würden. Also ungefähr hier einfach hin platzieren. Und dann könnte man die Strecke, die können wir auch als erstes machen. Wir machen das erstmal noch ein Stück gerade. Und dann könnten wir hier die Strecke so ein bisschen anlang oder entweg unser, entweg, komisches Wort. Entlang, wollte ich sagen, nicht anlang. So, hier so ein bisschen unser Giro-Strecke sozusagen entlang führen. Und da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir hier so einen guten Bogen reinbekommen. Hier machen wir nochmal ein Stück weiter gerade. Wollen ja auch nicht, dass zu viel Wald verloren geht, aber ich denke mal, das geht klar. Dann hat man hier so ein paar Säulen. Sieht eigentlich ganz cool aus, kann man, denke ich, mal so machen. Und dann kommt man hier hinten an und dann kann man die Strecke hier hinten wieder rausführen. Das ist eigentlich ziemlich gut. Hotel, falls wir eins unterbringen sollten, wird natürlich immer sehr, sehr schwierig, weil die einfach verdammt viel Platz einnehmen. Wäre auch cool, wenn wir das Hotel an sich so rum platzieren würden. Könnten es eigentlich irgendwie hier so hinmachen, weil dann hat man von dem Hotel aus, man hat ja immer diese Terrasse da, hat man eine relativ gute Sicht in die Mitte von diesem ganzen Bereich. Machen wir hier mal so ein bisschen nochmal das Land angehoben. Und dann würde ich sagen, platzieren wir das Hotel einfach mal. Und dann gucken wir mal, was sich ergibt. Wird schon schön werden. Kriegen wir schon hin. Machen wir mal so. Und jetzt müssen wir überlegen, was wollen wir hier noch genau unterbringen. Weil das ist nochmal sehr, sehr wichtig. Cool wäre es auch noch, hier so einen Aussichtsturm unterzubringen. So Blickrichtung. Jetzt könnte man echt überlegen, ob wir nicht zwei Stück machen. Einen in diese Blickrichtung und einen in diese. Problem bei der ganzen Sache wäre, dass diese Blickrichtung natürlich wieder hart verdeckt ist von der Strecke. Außerdem ist es so waldig, dass man da wahrscheinlich eh nichts sieht. Also würde ich fast sagen, dass wir hier diese Blickrichtung bevorzugen. Dafür würde ich das Ganze nochmal so ein bisschen versuchen anzuheben. Wäre natürlich auch gut, wenn wir hier noch das ein oder andere Geschäft unterbringen. So, das Ganze ist erhöht. Und dann können wir schon
unseren Aussichtsturm einmal platzieren. Machen wir mal am besten in diese Richtung so, ne? Dann machen wir mal einfach so. Und dann schauen wir mal, dass wir gleich hier einen vernünftigen Weg hochbauen. Wir müssen aber jetzt erstmal überlegen, was genau wir hier noch auf der in diesem Besucherbereich sozusagen unterbringen möchten. Also wir haben ein Hotel. Vielleicht das ein oder andere Geschäft wäre noch ziemlich praktisch. Ich meine, wir haben ja schon vier Geschäfte. Was haben wir denn hier noch? Boah, da brauchen wir eigentlich auch nichts von machen. Ja, ich würde fast sagen, dass wir hier noch ein paar Läden unterbringen. Vielleicht eine Spielhalle. Aber wir sollten vielleicht erstmal den Weg ziehen, damit wir das gleich vernünftig machen können. Müssen wir mal eben überlegen, wie wir das handhaben, den Weg. Wir könnten den Weg eigentlich hier hinten dann so hochführen. Das finde ich, glaube ich, ganz cool. Schauen wir mal eben, dass wir das vernünftig hinbekommen. Und zu sagen, dass wir den Weg hier so geschwungen hinten hochbauen dann. Das wäre, glaube ich, ganz nice. So, genau. Und dann kann man hier denn noch die Läden machen oder hier. Ne, eigentlich müsste man dann hier die Läden noch machen. Aber ich weiß gar nicht, ob wir hier noch Läden unterkriegen. Müssen wir mal eben schauen. Ja, das wird sehr, sehr eng. Es wird aber allgemein sehr, sehr eng. Wir könnten ja... Ah, das wird echt blöd hier. Ich schau mal eben, dass ich hier den... Welche Wegfarbe haben wir nochmal genommen? Grau, glaube ich, ne? Ja. Weil wir ja sonst immer die anderen genommen haben. Haben wir ja diesmal grau genommen. Machen wir mal eben so. Dann könnten wir hier schon mal einladen unterbringen. Zum Beispiel hier das Arcade-Ding. So. Und vielleicht kriegen wir dann auf der anderen Seite auch noch ein Laden unter. Und zwar, was haben wir denn noch nicht? So, gute Frage. Wir könnten hier einfach nochmal so ein Fastfood-Restaurant hinmachen. Wenn wir das so machen. Müssen wir mal gucken, dass wir den Weg hier so ein bisschen... Am besten ist es immer, wenn man erst den Weg baut und dann die Läden daran platziert, weil dann passt das meist besser. So, wir schauen gleich mal das Endergebnis an. Ich bin sehr gespannt. Wir werden hier die Fläche auf jeden Fall gleich noch so einen kleinen Platz draus machen und den Weg noch verbreitern und so. Das ist jetzt erstmal nur die grobe Platzierung sozusagen. So. Und vielleicht... Ja, wir könnten rein theoretisch auch einfach hier entlang bauen. Und dann hier so einen kleinen Platz draus machen. Wäre an sich auch nicht verkehrt. Vielleicht können wir auch hier wieder so einen kleinen Brunnen hinbauen, wie wir sonst auch immer gemacht haben. Oder auch schon gemacht haben. Müssen wir mal schauen, wie groß wir hier die Fläche kriegen würden. So. Und so. Ich fülle mal die Fläche kurz aus und dann schauen wir mal, wie das aussieht. So sieht das Ganze aus, jetzt von oben. Sieht doch eigentlich schon recht ansprechend aus. Müssen wir mal gucken, ob wir hier noch Wasser hinkriegen. Das wäre auf jeden Fall sehr nice. Und kriegen wir sogar hin. Sehr gut. Sieht das gerade ein bisschen angehoben? Nö, nee, aber jetzt nicht irgendwie dramatisch oder so. Machen wir nochmal so ein paar Büsche hier rein. Ach, und dann geht das doch auf jeden Fall klar. Dann haben wir hier noch zwei Läden untergebracht. Finde ich eigentlich ganz gut. Sieht auch so ein bisschen geschwungen aus. Gefällt mir. Müssen wir mal schauen, dass wir hier den Weg natürlich noch schick da hoch bekommen. Ich habe mir das dann halt so ein bisschen geschwungen vorgestellt, dass das ja, ganz nice aussieht. So, aber natürlich dann ein bisschen... Dicker vielleicht. Das wird jetzt schwierig. So. Und dann würde hier oben sowieso dann nochmal so eine kleine Plattform kommen. Ich glaube, der Weg geht auf jeden Fall schon klar. Das würde cool aussehen. Und dann würden wir natürlich hier oben... Aber wir müssen das Ganze einzäunen, das müssen wir bedenken. Aber wir müssen ja die Besucherbereiche einzäunen, das habe ich jetzt ganz vergessen. Das heißt, wir müssen
hier auf jeden Fall den Zaun abgehen lassen. Und so. Ziehe ich schon mal hin, dann können wir uns daran orientieren. Und dann können wir die Wege... Kann man hier nicht noch ein bisschen näher ran? Das passt, denke ich mal. Und dann kann man natürlich hier wieder die unsere Standardfläche um diese Türme herum machen. So, hier oben die Ecke wird wieder ein bisschen knifflig. Aber ich fülle das Ganze mal so ein bisschen jetzt aus. So, den Weg habe ich schon mal ausgefüllt. Hier oben sind wir auch schon mal nah rangegangen. Jetzt können wir mal eben die Wegfläche nochmal zusammen machen. Das müssen wir jetzt möglichst auch schön geschwungen hier hinkriegen, dass das schön übergeht. Also geht eigentlich schon, ne? Ich denke, das geht klar. Dann machen wir hinten auch nochmal. So, wieso ist denn hier jetzt so eine Hugelkante drin? Das verstehe ich nicht. Okay, konnten wir entfernen. Sehr schön. Ich meine, hier ist auch eine kleine Ecke drin, aber die macht überhaupt nichts. Müssen wir nochmal von hier aus schauen, wie wir das machen. Machen wir mal so. Dann hat man sozusagen eine runde Fläche da. Sieht doch eigentlich ganz cool aus. Wir füllen das nochmal schnell hier gemeinsam aus. Zack. Und zack. Ah, das sieht doch schon recht nice aus. So richtig schön geschwungen alles. Gefällt mir ziemlich gut. Natürlich müssen wir hier den Weg jetzt nochmal hier so ein bisschen anpassen. Ihr seht ja, dass das da alles ein bisschen abfällt. Das wollen wir natürlich nicht. So, jetzt bin ich eigentlich zufrieden damit. Das passt. Und viel mehr werden wir gar nicht hier in diesem Besucherbereich unterbringen. Das heißt, wir müssen jetzt den Zaun nochmal eben Richtung Parkrand natürlich bauen. Machen wir auch mal so ungefähr im gleichen Abstand zu dem Weg die ganze Zeit und dann so weit wie es geht hier reinbauen. So, da sollte kein Dinosaurier mehr durchkommen. Das gleiche Spielchen hier. Einmal am Hotel entlang. Und dann sollten wir das hier einmal bis zum Rand führen. Zack. Und dann sollte dieser Parkbereich auch schon sicher sein. Cool, gefällt mir. Müssen wir gleich noch ein bisschen mit Bäumchen hier und so verkleiden. Und dann geht das, denke ich mal, schon klar. Sieht auf jeden Fall nice aus. Genau. Noch ein bisschen dicker. Also man kann das schon recht gut erkennen, denke ich mal. Ja, kann man auf jeden Fall so machen. Sieht schon sehr natürlich aus. Die Sicht wird hoffentlich auch sehr gut sein. Jo, das sieht super aus. Sieht auch cool aus hier mit den großen Seen und so. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Wie ist das hier hinten? Ja, guck mal, vom Hotel aus hat man auch eine sehr gute Sicht. Und damit haben wir schon unseren nächsten Besucherbereich fertig. Gefällt mir ganz gut mit diesen ganzen geschwungenen Wegen und so. Könnt noch überlegen, ob wir hier nicht einen Zaun rumziehen. Aber das machen wir aber, wenn dann in der nächsten Folge. Ich überleg's mir. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal eben über und brüten Dinosaurier aus. Heute kommt in unser Wildlife-Gehege ein sehr, sehr großer Dinosaurierzuwachs. Und zwar habe ich dafür sogar drei ganze Entwicklungslabore gebraucht. Ihr seht schon, die ersten Fleischfresser kommen, nämlich zwei Allosauren. Und dann kommen 1, 2, 6, 11 Gallimimus in unser Gehege. Ich würde sagen, wir lassen jetzt schon mal, die Allosauren sind ja hier noch am Ausbrüten, wir lassen mal den ersten Gallimimus frei hier mit Regenwaldmuster. Schauen uns den mal an. Da ist er. Ja, den Skin kennen wir ja schon. Sieht ganz cool aus, gefällt mir. Hier haben wir noch ein Regenwaldmuster, den brauchen wir jetzt ja noch nicht freilassen. Obwohl, den können wir freilassen. Aber dann machen wir mal eben, brauchen wir nicht zuschauen. Wir wissen ja, wie er aussieht. Dann haben wir als nächstes, hier ist auch Regenwaldmuster, Regenwald-Dschungelmuster haben wir noch. Der ist ein bisschen rötlicher. Uns auch nochmal eben an. Ja, der ist ein ganzes Stück rötlicher. Rennt auch direkt los. Und ansonsten haben wir hier, genau, nochmal Dschungelmuster und nochmal zweimal Regenwaldmuster. Lassen wir frei. So. Und hier hinten haben wir nochmal Küstengebietsmuster.
So, gucken wir mal. Oh, der ist auch ziemlich gut getarnt. Schön grünlich. Ihr seht schon, ne? Die laufen jetzt hier zahlreich rum. Nicht schlecht. Was haben wir noch? Zu guter Letzt haben wir noch Tigermuster. Das gucken wir uns auch nochmal an. Ich finde, Gallimimus kann man nie genug haben. Ist immer echt schön, wenn die in einer großen Herde so durch die Gegend rennen und vielleicht mal vor dem ein oder anderen Fleischfresser dann fliehen. Was habe ich gemacht? So, freilassen. Und freilassen, okay. Jetzt sollten wir die Gallimimusse alle freigelassen haben. Die beiden brauchen noch einen Moment. Wir gucken hier uns die nochmal eben an. Weil ihr seht schon, ne? Die sind hier fleißig am Futtern und am Sozialisieren. Das ist schon echt schön, ne? So eine große Herde. Kann man sich echt gut anschauen. Und alle mit so ein bisschen Farbvariation. Das gefällt mir schon echt sehr, sehr gut. Alle am Schnattern. Sind das jetzt schon alle? Nee, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ein paar fehlen noch. Ah, die können gerade nicht freigelassen werden, weil die genau hier vor ihre Schnatterrunde halten. Okay. Gucken wir mal, was die Allosauren machen. Okay, darauf können wir eben sogar warten. Die lassen wir nämlich jetzt auch nochmal eben frei. So, Waldlandmuster haben wir hier. Da kommt er, schön grün. Oh ja, der Allosaurus, den mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Unser erster Räuber hier in unserem Park. Und er rennt auch direkt zu den Gallis. Oh, oh. Mach keinen Mist. Bin mal gespannt, wie die sich verhalten. Na, er rennt hier hin, auf jeden Fall. Der eine schläft hier, kein Problem. Und die Gallis rennen weg. Oh ja, das ist schön. Streuen sich in alle Richtungen. Aber jagen tut er die jetzt nicht, ne? Das darf ja eigentlich nicht sein. Ich hoffe mal nicht, weil sonst würde unser ganzer Plan nicht aufgehen. Ne, der scheucht die nur durch die Gegend, das ist gut. Aber die rennen irgendwie wie so eine... Ja, weiß ich nicht. Wie so verwirrte... Hühner durch den Stall. Gut, lassen wir den letzten frei. Steppenmuster haben wir da. Der ist auch wieder ein bisschen rötlicher. Sieht aber auch sehr, sehr cool aus. Ist auch einer meiner Lieblingssaurier von Jurassic World Evolution. So. Und damit haben wir wirklich einen sehr, sehr großen Zuwachs heute bekommen in unserem Wildlife Park. Die beiden Allos und die 11 Gallimimus. Und ihr wisst Bescheid, ihr könnt gerne wieder tolle Namensvorschläge für diese 13 Dinosaurier sind es heute an der Zahl. Gerne in die Kommentare schreiben. Mit etwas Glück seid ihr dann hier in meinem Park vertreten. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein, macht's gut. Euer Dandy.